haut euch die Herzen an. Wollt ihr mich komplett veräppeln? Nein. Nein, 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 nein. Moment. Ich kann nichts machen. Ah, da laufe ich ja lieber nackt durch die Gegend. Hallöchen und willkommen zum dämlichsten Minecraft-Abenteuer, was ihr je gesehen habt. Mit mir, dem sprechenden Senf, dem Copper. Wir schauen uns heute die schlechteste Mod aller Zeiten an, die Ariana Grande Mod. Grande Katastrophe. Dieses Mädel will uns ihre neue OP-Rüstung zeigen. Sie hat gekocht. Außerdem werden wir ihre Freunde kennenlernen und vieles mehr. Vielleicht können wir irgendwas bei ihr klauen. Ich hoffe, das Video bekommt nicht so viele Daumen nach oben. Ich will nicht nochmal damit spielen. Ganz wichtig, ich habe nichts gegen Ariana Grande. Ich habe nur was gegen die Mod. Da ist sie. Schaut sie euch an. Ariana Grande. Ich habe sie vermisst wie Fußpilz. Hier, diese Einladung lag in meinem Briefkasten. Lieber Le Copa, ich veranstalte eine Party mit meinen Freunden. Du musst dabei sein. Ich wohne im pinken Haus. Deine Ari. Kleiner 3. Jetzt kommt die noch mit einer Matheaufgabe an. Welches Haus könnte es nur sein? Ich weiß es nicht. Bringen wir es hinter uns. Sie wartet bereits auf uns. Wir wollen nicht zu spät kommen. Wir wollen am liebsten gar nicht kommen. Wer hängt sich sowas in seine Base? Überall Ariana Grande, der Fußabtreter. Auch das ist ein Bild von ihr. Komisch. Ich will meine Schuhe sauber machen, aber ich stehe noch immer auf Dreck. Ja, natürlich. Als ob ich da reinlaufen würde. Niemals würde ich das tun. Hallöchen, meine Liebe. Wie geht es dir? Ariane? Hallo? Wo willst du hin? Die haut ab. Da ist sie. Mein schlimmster Albtraum. Meine Freundin. Du hast sogar deine Ariana Grande Blöcke aufgebaut. Ach, das ist alles Ariane? Nee, im Ernst. Wer ist die Verrückte? Diese Blöcke kann man bauen. Dazu muss man Ariana Grande Erz finden. Dazu kommen wir gleich. Guck mal, Ari. Ich habe dir einen Block mitgebracht. Für deine Sammlung. Passt perfekt in die Lücke. Ja gut, der lag etwas in der Sonne, das Gesicht ist etwas verzogen, aber das ist okay. Das ist der beste Block, den man bauen kann. Das kann doch keiner mehr ernst nehmen. Ich weine, aber nicht vor Freude. Ich will nach Hause. Was? Es gibt den Ariana Grande Hausblock? Willst du mich komplett veräppeln? Das ist nicht gut. Nee, 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 nee. Oh, nö. Ich kann diese Mod nicht ernst nehmen. Wer will denn in sowas wohnen? Da baue ich lieber einen Erdhaufen. Ariane, was ist falsch mit dir? Bist du komplett bescheuert? Oh, das ist... Nee. Wer sowas spawnt, kann nur gebannt werden. Wer wohnt denn in sowas? Wieso frage ich eigentlich? Ariane, wie können wir das Ding zerstören? Wie, du hast Ariana Grande TNT? Als ob ich Ariana Grande TNT zünde. Niemals würde ich das... Kein Problem. Wir haben das Ariana Grande TNT. Einfach überall platzieren. Natürlich ein Bild von unserer Liebsten. Ariana Grande, die Granate. Einfach zünden. Damit können wir das Haus zerstören. Das ist das Beste für uns alle. Was machst du denn da? Du wirst dich verletzen. Was ist denn falsch mit dir? Meine Freundin. Oh, das ist nicht gut. So viel zu den Blöcken. Damit hat Le Copa die Welt mal wieder etwas besser gemacht. Okay, Ariane, was kannst du uns denn noch zeigen? Echt jetzt? Als nächstes haben wir Ariana Grande Poster. Die hängen in der kompletten Base. Insgesamt gibt es 5 Stück. Was sind das für Crafting-Rezepte? Was passiert hier eigentlich? Oh mein Gott, diese Poster wollte ich schon immer haben. Ich kenne keinen, der sich nicht sowas in der Base aufhängt. Diese Poster sind einfach perfekt. Perfekt, um sie in Lava zu schmeißen. Was mache ich hier eigentlich? Kleiner Scherz, sie sind nicht wirklich haltbar. Wenn wir sie an die Wand klatschen und abbauen... Ariane, dein Ernst? Wieso läufst du immer durchs Bild? Sollten wir sie abbauen, dann gehen sie kaputt. Das ist wie im echten Leben. Wenn ich ein Poster von der Wand nehme, reißen die Dinger auch so schnell kaputt. Dann kann ich sie auch gleich wegwerfen. Ja, Ariane, da ist auch noch eins. Das kannst du auch kaputt machen. Bitte was? Du hast noch mehr Poster für mich? Das ist ja nett. Aber natürlich nehme ich die. Oh nein, die Poster sind mir ins Feuer gefallen. Das wollte ich nicht. Wie ungeschickt von mir. Oh oh. Nein, ich wollte die doch nur ins Feuer werfen. Das sollte ein Witz sein. Oh nein, was haben wir getan? Das Haus brennt. Ariane, wieso rufst du denn nicht die Feuerwehr? Siehst du nicht, wie ich brenne? Oder willst du, dass ich sterbe?
Toll. Wir haben ein kleines Problem. Das waren wir nicht. Das war die Kuh. Ich hab's ganz genau gesehen. Wirklich. Ariana, du bist doch nicht sauer auf mich, oder? Ich glaube, die brennt vor Wut. Natürlich sind die Ariana-Poster feuerfest. Wir können es kaputt schlagen. Aber Feuer? Diese Mod ist einfach so schlecht. Ich glaube, wir sollten die Poster einfach versenken. Das darf keinesfalls wieder an die Wasseroberfläche gelangen. Alter, das ist doch ein Witz. Ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, Ariane, wo wollen wir beide denn als nächstes hingehen? Du willst mir deine Rüstung und Waffen zeigen? Ich will aber nicht deine Rüstung und Waffen sehen. Hier draußen hat Ariane was vorbereitet. Das müssen wir uns anschauen. Los geht's. Schlimmer kann es nicht werden. Was ist das? Wir haben 4 neue Rüstungen. Ariane Grande Rüstung. Super Ariane Grande Rüstung. Katzenohren. Und Hotpants. Hotpants. Genau mein Ding. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als sowas anzuziehen. Außer Magen-Darm-Grippe. Schnappen wir uns die Ariane Grande Rüstung ganz in rosa. Wollen wir die wirklich anziehen? Okay. Helm. Unendlich Wasseratem, Brustpanzer, Resistenz und Regeneration, Hose, Schnelligkeit und Stärke, Schuhe, Sprungkraft. Ist das nicht ein wenig overpowered? Die Rüstung hat einen Designfehler. Flashcrafter, der Entwickler hat einen Fehler. Die ganze Mod ist ein Fehler. Wir sind schnell, können höher springen. Gibt es diese Klamotten auch in Gelb? Können wir vielleicht damit vor Ariane wegrennen? Wie stark sind wir eigentlich? Moment. Wie kannst du nur solche Klamotten besitzen? Das geht nicht. Du Schummeltante. Dann Super Ariane Grande Rüstung. Ich will das nicht anziehen. Ich will nicht. Helm, Schnelligkeit 10, Eile, Direktheilung, Brustpanzer, Sprungkraft, Resistenz, Regeneration, Feuerschutz, Hose, oh Gott, Absorption, Unterwasseratem und die Schuhe. Stärke und extra Energie? Da laufe ich ja lieber nackt durch die Gegend. Das ist doch nicht mehr lustig. So viele Herzen? So viele? Wie viele sind das? 10? Ach, hör mir auf. Bin ich ein Eisengolem oder was? Ich will nicht mehr. Wer spielt denn mit sowas? Ach, komm schon. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Können wir damit überhaupt sterben? Sind wir unbesiegbar? Ach, komm schon. Sowas gehört verboten. Ariane, wieso hast du sowas? Bist du bescheuert? Wie viele Herzen die verliert? Nein! Ariane, meine Freundin! Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Können wir uns nicht einfach verbuddeln oder so? Das ist nein. Nein! Nein, 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 nein. Ich kann so nicht weitermachen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Ich werde sicherlich keine andere Rüstung mehr anziehen. Vergiss es. Ich bin nicht komplett bescheuert. Dann als nächstes Katzenohren, Hotpants. Sowas wollte ich schon immer anziehen. Moment. Nein, ich erinnere mich. Das ist nicht gut. Oh Gott. Was? 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 Was passiert hier? Hä? Also, ich kann nichts machen. Ah, nee. Wer craftet sich sowas? Wer spielt mit sowas? Ich kann nichts machen. Ein Knopfdruck und wir werden durch die Welt geschossen. Warum? Nein. Ich glaube, das ist ein neuer Weltrekord. Weltrekord für die schlechteste Mod. Egal, was ich drücke, ich lande einfach irgendwo. Ganz ehrlich, damit müssten wir mal Minecraft durchspielen. Wehe, jemand schlägt das in den Kommentaren vor. Der wird gebannt. Flashcrafter heißt der Entwickler. Ich werde dich verklagen. Woher kommen die ganzen Herzen? Wieso kein Hirn? Das ist Mangelware, mein Freund. Jetzt bin ich wirklich ein gelber Flummi. Wir können ganze Biome mit einem Klick durchreisen. Guckt euch das an. Dort gestartet. Ich habe nur eine Taste gedrückt und bin von hier gegen diese Wand geklatscht. Mit einer Taste. Ich will doch nur ins Haus. Ich will doch nur in die Base. Nein. Och, komm schon. Ich will nicht mehr. Es ist unmöglich. Das ist doch nicht wahr. Ich raste hier noch aus. Ganz ruhig. Ich will nicht mehr mit dieser Mod spielen. Ich weigere mich. Okay, Rüstung 4. Coole Brille. Damit bekommen wir Eile, Halskette, Stärke, Schuhe, Schnelligkeit und Sprungkraft. Okay. Das sieht stylisch aus. Alles klar. Eine Hose brauchen wir nicht. Aber auch diese Rüstung ist unfassbar overpowered. Und das war erst der Anfang. Okay, Ariane, kommen wir zu deinen Waffen. Natürlich in rosa. Allein
alleine das ist schon abschreckend. Die gehen wir schnell durch. Das gute Schwert. 20 Angriffsschaden. Sieht aus wie Zuckerwatte. Monster spawnen. Ein Wüstenzombie. Hallöchen. Zweimal streicheln und er ist besiegt. Cyberschwert. 64 Angriffsschaden. Einfach angreifen und er ist weg. Hey Ariane, wenn ich dich so sehe, weißt du, was richtig scharf ist? Richtig, diese vier Ariane Grande Schwerter. Zieht euch das rein. Nicht mehr witzig. 104 Schaden. 1 Million Schaden. Das Schwert macht 100 Millionen Schaden. 100 Millionen. Das geht nicht. Ariana, das ist illegal. Was ist, wenn sich jemand verletzt? Das kann ins Auge gehen. Oder hier. Das Schwert macht 1 Milliarde Damage. 1 Milliarde. Wisst ihr, wie viele Herzen das sind? Mehr als 10. Damit kann man jeden Mob bekämpfen. Wither, Enderdrache, alles mit einem Schlag. Kann ich mich nicht selbst damit besiegen, damit ich das nicht mehr ertragen muss? Nein, schade. Dann haben wir noch 3 Pistolen. Super Ariana Grande Gun. Mit einem Herzchen drauf. Wie süß. Treffen wir damit Mobs, dann fliegen sie kilometerweit durch die Gegend. Damit will ich den Entwickler abschießen. Damit lösen wir Explosionen aus. Damit können wir jede Base vernichten. Ariane Grande Bogen. Auch in rosa. Damit können wir Ariane Grande Blöcke schießen und Smaragde entstehen. Ich will nichts sagen oder so, aber ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wie kann man das Problem beheben? Indem man die Mod löscht. Leute, ich muss euch was beichten. Ich stehe auf Ariane Grande. Ich glaube, ich sollte das Video beenden. Break Free Raygun. Ich verstehe es nicht mal. Blaue Kugeln entstehen. Möpse fliegen durch die Gegend. Ariana, was passiert hier? Und die letzte Waffe. Ariane Grande Gun. Guckt euch das an. Wir können ein komplettes Hochhaus in wenigen Sekunden kaputt schießen. Alles weg. Alles weg. Es ist nichts mehr da. Das ist doch nicht mehr lustig. Irgendwann hört der Spaß doch auf. Ich find's witzig. Hey, Ariane, darf ich die behalten? Bitte, 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 bitte. Komm schon, bitte. Wie, ich darf die nicht mitnehmen? Wieso darf ich die denn nicht behalten? Ariane Grande, ich will die in den Mülleimer werfen. Also die Mod. Ich will die nicht mal mit Handschuhen anfassen. Also die Mod. Der Spaß geht weiter. Bevor wir zum Essen kommen, schauen wir uns die Werkzeuge an. Es gibt auch Werkzeuge? Oh nee, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Yeah. Aber natürlich schauen wir uns deine Werkzeuge an, Ariane. Ich werde auf jeden Fall damit spielen. Oh, jetzt habe ich Minecraft versehentlich beendet. Das wollte ich nicht. Flint und Grande. Damit können wir ein Ariane Grande Portal anzünden, welches miaut. Junge, eine Ariane Grande Dimension. Ich bekomme hier Augenkrebs. Nee, das geht nicht. Was ist das? Wer geht denn hier freiwillig rein? Ein Albtraum im Albtraum ist das. Ariane Grande Spitzhacke. 102 Schaden. Die hätte ich mir deutlich besser vorgestellt. Die ist richtig langsam. Ariane Grande Schaufel. Direkt zur Hand genommen. Direkt gebuddelt. Jawohl, da lacht die Sonne. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist fantastisch. Wie schnell die ist. In Windeseile können wir Tunnel graben. Ich bin das gelbe Erdmännchen. Kann ich mich auch einfach begraben? Ariane Axt dürfen wir nicht vergessen. Damit zerstören wir Holz wie Butter. Damit können wir Wälder in Windeseile zerstören. Bevor die Party richtig losgeht, wie kann man die ganzen Sachen bauen? Es gibt Ariane Grande Erze, ganz in rosa. Welch eine Überraschung. Die droppen, dreimal dürft ihr raten, richtig, ihre Musik. Eine CD. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Hä? Ariane, kann ich wenigstens ein Segelschiffchen draus basteln? Nein, schade. Leute, endlich ist es soweit. Ariane hat Bock, mit mir zu kochen. Zu einer Party gehört Essen. Wir haben eine kleine Küche und diese fantastische Mod hat einiges zum Essen. Ariane, Essen, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Guckt euch das an. Wir nehmen nicht alles, sonst muss ich mich in die Truhe übergeben. Ene, mene, mu und raus bist du. Eimer, den will ich nicht essen. Heute ist nicht Donnerstag. Ich glaube, das ist das Gesündeste in der Truhe. Wir nehmen auf jeden Fall Nutella, pinker Saft, Pommeschips, Zuckerwatte und den Eimer, falls ich mich übergebe. Moment, ich glaube, hier hat schon jemand in einen Eimer gekotzt. Los geht's. Das Glas essen wir mit. Ich hoffe, das ist Nutella.
Moment. Ich glaube, wir haben einen Zuckerschock. Schaut euch die Herzen an. Wollt ihr mich komplett veräppeln? Das ist die schlimmste Mod, die ich je gesehen habe. Ich will nicht mehr. Wer will denn sowas? Als ob Nutella so viele Herzen gibt. Im echten Leben bekommt man wahrscheinlich eher einen Herzinfarkt. Mann, wo ist die Ariane? Da ist die Ariane. Pinker Saft, auch ganz viele Herzen, aber nur für eine Sekunde. Nicht das Gelbe vom Ei. Da verstehe ich den Sinn überhaupt nicht. Pommes, Chips, die gute mit Verpackung. Einfach reinstopfen. Sollten wir das essen, dann bekommen wir Feuerschutz. Außerdem haben wir Zuckerwatte. Wir haben gerade ein ganzes Glas Nutella gegessen. Da wird uns Zuckerwatte nicht umhauen. So langsam kommt es mir hoch. So viel zum Essen. Der Rest macht nicht so viel. Entweder bekommt man Regeneration, Feuerschutz oder 1 Million Herzen. Ihr könnt es euch aussuchen. Ganz wichtig, wir haben das Derpy Egg. Einfach platzieren, ein Ei mit Herzen. Das ist ultimativ overpowered. Klicken wir drauf, bekommen wir 64 Good Gems. Wir können so viele nehmen, wie wir wollen. Die können wir als Kohle nutzen. Einfach Eisen in den Ofen mit einem Good Gem können wir 5000 Items schmelzen. 5000! Ich will mich in den Ofen schmeißen. Dann muss ich das nicht mehr miterleben. Das Mädel macht mir langsam Angst. Jetzt, wo wir gegessen haben, kommen wir zur Party. Hey, Ariane, zeig uns doch mal, wen du alles als Besuch mitgebracht hast. Haltet euch fest. Als erstes haben wir... Moment. Wow, es geht nicht über den Werfer. Flashcrafter, hier ist ein Fehler. Wir gehen die einfach so durch. Wir haben Ariane, Ariana, 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 Ariana und richtig... Miley Cyrus. Ariana in verschiedenen Kleidern. Tanz mit mir, tanz mit mir, tanz mit mir. Haha. Aua, manche sind unbesiegbar. Andere können wir mit wenigen Schlägen besiegen. Ich glaube, wir werden nicht alle ausprobieren. Sonst werde ich komplett verrückt. Die sind eigentlich alle ähnlich. Arinator, ein Ariane Grande Fan. Es gibt also doch einen. Die will sogar ein Autogramm. Soll ich dir nicht ein Autogramm geben? Mich kennt jeder. Was? Nein, ich bin nicht Paluten. Depp. Dann haben wir ein paar YouTuber. PewDiePie. Denn ist nicht so spektakulär. Die haben alle eine Einladung bekommen. Die sind alle mit dabei. Viele kenne ich nicht. Es wird immer voller. LOL. Oh mein Gott. Iggy. Das ist die Iggy. Ne. Die kenne ich gar nicht. Ariane, Ariane. Wir müssen reden. Wieso hast du den eingeladen? Sway Sway? Das Ding ist unbesiegbar und kann uns mit einem Schlag verprügeln. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin eingeladen, genau wie du. Du, okay? Wollen wir uns hier auf der Party kloppen? Was ist falsch bei dir? Du weißt, wer ich bin. Ich bin LeCopa. Ich habe die ultimative Waffe. Wir stellen auf friedlich. Ha, und weg ist er. Minecraft-Profi. Blaze Creeper. Wer lädt denn einen Creeper zu seiner Party ein? Der hat doch ein Knall. Fliegendes Schwein. So viel auf jeden Fall zur Party. Und das war leider noch immer nicht alles. Na, Ariane? Was? Du willst uns deine Deko zeigen? Ich will aber nicht deine Deko sehen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als deine Deko zu sehen. Außer einen Kaktusblock zu essen. Schlimmer kann es nicht werden. Gott! Mein Herz! Ariane! Eine Ariane Grande Statue? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Weiche von mir! Kann ich die kaputt machen? Ich frage für einen Freund. Wir gehen die Sachen schnell durch. Wir haben My Little Pony Pappfiguren. Mit denen kann man sogar Grundstein zerstören. Okay, was haben wir noch? Dann haben wir noch einen Bildschirm. Der besteht nur aus Glas. Das kann doch nicht funktionieren. Was ist das für ein Bildschirm? Weg damit! Spielekonsole, Piano und Laptop. Aber das ist nur Deko. Die funktionieren nicht. Man kann nichts damit machen. Dann haben wir noch ein Mikrofon. Das können wir sogar nehmen und wieder einsetzen. Ist das vielleicht nützlich? Kann ich damit meine Videos aufnehmen? Hallöchen und willkommen zu einer neuen Mod mit mir. Dem Kopf. Aber ich glaube, das Ding ist nicht an, oder? Hallo? Hallo? Test, Test. Ariane, wieso stehst du hinter mir? Was willst du von mir? Verschwinde endlich! Ganz wichtig, diese Mod gibt es nicht zum Download. Bitte keinen Daumen nach oben da lassen. Ich habe keine Lust mehr, mit diesem Müll zu spielen. Der Mod-Entwickler hat auch eine bessere Mod gemacht. Die Lucky TNT Mod mit 130 TNTs. Die werde ich auf dem Bildschirm verlinken. Die müsst ihr gesehen haben. Die ist wirklich fantastisch. Guckt euch die an, aber lasst mich mit Ariane in Ruhe. Das war der Kopper. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und Tschüss.